Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Warhammer Fantasy, wenn Blicke töten könnten. Unsere vier Protagonisten haben in der ersten Folge sich zusammengefunden. Sie waren in zwei Zweiergruppen unterwegs, jetzt befinden sie sich auf einem Lastkahn und werden jetzt dann auf den Weg gebracht Richtung Baustelle, die sie untersuchen sollen. Da gehen so ein paar Dinge vor sich und die Adligen, die letztendlich dahinter stehen, wollen wissen, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht, ob diese Investitionen, die sie getätigt haben, sich lohnen und ja, was da dann alles passieren wird, auch auf dem Weg dahin, das seht ihr jetzt. Viel Spaß mit Folge Nummer 2. Ihr seid auf diesem Schiff, das legt dann ab und macht sich auf dem Weg diesen Fluss hinunter. Und ja, die Mannschaft, die ist gut eingespielt, diese Strigani, das scheinen Flussleute zu sein, also die kennen sich aus damit, wie man diesen Kran da eben bewegt. Und ihr fahrt dann den Fluss hinunter, unterhaltet euch vielleicht noch ein bisschen über eine mögliche Geisterfalle, wie man sowas anstellen könnte, ist ja interessant. Wie gesagt, dieser Ulfric Heiler, wie er sich vorgestellt hat, der hat sich dann auch irgendwo in eurer Nähe hingesetzt, behelligt euch aber nicht weiter. Reiko ist damit beschäftigt, das Schiff zu steuern und der Rutger ist an seiner Kabine da verschwunden hinter so einem Vorhang und kommt da gerade auch nicht mehr raus. Und so fahrt ihr dann diesen Fluss hinunter. Irgendwann springt diese Vadoma von ihrem dreibeinigen Hocker auf und schreit, ah, Lobpreis die Ahnen, wir haben diese Flussbiegung überlebt. Und setzt sich dann wieder hin, ja, und murmelt dann wieder irgendwie ihr Zeug. Die Strigani schauen einmal kurz vor zum Bug und ein paar von denen zucken nur mit den Schultern und ja, das Schiff fährt dann eben weiter. Dieser Lastkahn den Fluss hinunter. Ich hoffe jetzt mal, dass die Flussbiegung nicht der Tod war, den sie gesehen hat. Das ist ja langweilig. Da war eigentlich nichts groß, was da irgendwie passieren hätte können. Also zumindest, ja, habt ihr da nichts gehört. Und ihr hört sie jetzt da vorne ein bisschen murmeln. Ab und zu hört ihr mal irgendwie Bestie und Ortsschlamm und dann wieder das Ende ist nah. Also das kommt schon zu euch auch dann mal hinter, je nachdem, wie der Wind steht. Und oft murmelt sie was, was ihr nicht verstehen könnt. Ihr merkt dann, wie die Bootsmannschaft, da seid ihr schon so eine ganze Weile unterwegs, habt wahrscheinlich auch irgendwann euer Lunchpaket, sag ich mal, vertilgt. Ja. Bestimmt. Bestimmt, ja, es ist dann schon... Zwei Halblinge und ein Zwerg. Vielleicht gibt die Elfen wie eine Dame ja noch was ab, die sind ja genügsam, oder? Wenn du ganz lieb fragst, vielleicht... Und nicht in meiner Tasche rumkramst. Ja, das macht ja hier mein Kollege hier. Ja, deswegen, also vielleicht kriegst du ja was ab. Musst ja kämpfen können. Gut, dann isst du vielleicht was noch von der Elfe mit. Ihr kriegt irgendwann mit, dass die Bootsleute ein bisschen auf dem Schiff rumlaufen, weil sie gerade durch eine etwas engere Passage fahren, wo wohl der Fluss recht flach sein sollte. Und ja, fahren da durch und dann passiert es, dass dieses Boot von irgendwas Großem gerammt wird. Ein Aufschrei geht über dieses Schiff, die Bootsleute schreien, ah, was ist denn da los? Ihr seht, dass eine Ladung anfängt bedrohlich zu wackeln und irgendwas hat dieses Boot gerammt. Und ihr hört auch schon, wie so ein bisschen ja, dieses Holz unten zersplittert. Und ja, der Slayer hat es schon vorhergesehen, die alte Dame auf dem Bug, die hockt da sehr unsicher. Und ja, die kippt mit dem Hocker um und purzelt über die Reling ins Wasser, weil dieses Schiff einmal groß Schlagseite kriegt und platscht da rein. Und ihr hört halt die Strigani, oh Gott, die schreien halt rum und rennen da auf diesem Schiff rum, gucken ein bisschen, wie sie diese Frau retten können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hörst jemand rufen, wir haben Black geschlagen. Und dann hört ihr noch jemand anderen brüllen, Stierhecht, Stierhecht. Und ja, das ist das, was ihr wahrnehmt. Ich würde mal sagen, ihr dürft mal einen Wahrnehmungswurf würfeln, bitte. Ich hätte zwei Erfolgsgrade dann. Ich habe 6. Wow. Ich sehe viel. Erste Wahrheit. Du bist also ja größer als alle anderen. Siehst da oben viel besser. Bin 4 drunter, ist es dann überhaupt ein Erfolgsgrad? Ja, also damit hättest du, oder okay. Plus 0 halt, ne? Also das Würfel, plus 0 wäre das dann. Genau, so 0 plus 0, genau. Was hast du, Taddy? So 2 drüber, 2 Erfolgsgrade drüber, was? Fast 3. Also ich bin beschäftigt irgendwie mit irgendwas. Was wieder weiß ich was, aber.
Du bist ja beschäftigt damit, ihr saßt da ja alle rum, also ihr seid jetzt nicht vom Boot gestürzt. Du bist damit beschäftigt, aber irgendwie dein Gleichgewicht wieder zu finden. Ja, dir, Bodo, fällt auf, das Boot, das schaut nicht gut aus. Das wird wahrscheinlich untergehen. Oh. Genau, dir, Gromli, wo ist die Bestie? Ja, ja klar, ich renne schon dahin, wo es gesplittert hat. Das habe ich ja gehört. Genau, das hast du gehört. Die Äxte sind gezogen. Und die Samaya, du siehst Vadoma im Wasser, wie sie irgendwie um ihr Leben strampelt, aber wahrscheinlich nicht untergehen wird, weil es da sehr flach ist an der Stelle. Der Kahn war ja ziemlich in der Mitte. Du siehst, das Boot wird sinken in nächster Zeit. Also das hat so stark Leck geschlagen, dass das jetzt relativ schnell volllaufen wird und untergehen wird. Und du siehst den Stierhecht, der dieses Boot gerammt hat, wo es jetzt gerade zersplittert ist. Vadoma liegt auch auf der Seite, wo das Boot gerammt wurde. Also die ist quasi da so einmal reingefallen. Dieser Stierhecht ist einmal weggeschwommen und dreht jetzt um und hält auf diese alte Frau zu. Und du schätzt, der wird so in 2, 3 Kampfrunden ist der wahrscheinlich da und wird dann versuchen, diese alte Dame zu fressen. Kann ich einschätzen, dass wenn, also ob ich sie dort wegbekommen würde, wenn ich hinterher springe so schnell in der Zeit oder sie aus dem Wasser ziehen kann, oder ist das wahrscheinlich ihn lieber zu beschäftigen, den Stierhecht? Also dass du sie aus dem, es kommt drauf an, wie gut du schwimmen kannst, aber dieses Viech ist ein junger Stierhecht, der ist groß und relativ schnell. Ich meine, Wasser ist sein Element und der wird auch schneller sein als du vermutlich, um diese Frau rauszuziehen. Ablenken ist wahrscheinlich eher also das wird vermutlich besser funktionieren, ihn irgendwie zu beschäftigen, den anzugreifen, whatever, ja. Dann würde ich, Gromli, da ist der Stierhecht. Ich würde ihn auch noch mal richtig darauf aufmerksam machen und ihn. Nehme Anlauf, springe über die Reling und versuche den Stierhecht zu treffen. Okay, der ist noch nicht da, also der nimmt wieder Anlauf. Das heißt, du willst dann abspringen, wenn der in die Nähe kommt, quasi, ja? Okay. Oder springst du gleich schon rein in den Fluss? Ich spring gleich rein, habe die Äxte gezogen und versuche ihn dann die. Vielleicht habe ich ja Glück und ich erwische ihn direkt. Okay, gut, alles klar. Rein dafür. Also Gromli nimmt Anlauf und springt da rein. Was machen die anderen? Das Boot wird untergehen. Ich renne ein bisschen kopflos herum. Wir müssen runter von dem Boot. Gibt es hier Beiboote? Gibt es hier Rettungsboote? Ich suche den Bootsführer Reiko. Ja, der Bootsführer Reiko, gut, der steht am Heck des Schiffes. Und ist gerade auch am Vorrennen, weil seine Großmutter ist da schließlich reingefallen. Du siehst keine Beiboote. Samaya, willst du noch was anderes machen? Du hast jetzt Gromli. Ich wollte, Bodo an mir vorbeirennt, würde ich versuchen, ihn kurz festzuhalten und ihm zu fragen, eindringlich, kriegst du es nicht geschlossen, aber dass es langsamer vollläuft? Ich weiß nicht, es wird untergehen. Aber was dir an, versuchst uns Zeit zu erkaufen. Ich atme sehr tief durch. Okay, ich guck's mir an. Dann gehe ich Richtung Leck. Und dann hole ich mir meinen Kampfstab und ich springe nicht ins Wasser, aber ich stelle mich mal so hin, dass ich es im Blick behalte, wo der ist und ob man irgendwie der Frau noch helfen kann. Okay. Was macht Tugna? Reinspringen zur alten Frau, wenn ich sie dann irgendwann wahrgenommen habe. Okay, also deutlich nach Gromli, weil du warst ja beschäftigt. Ja, deutlich nach Gromli. Mit Festhalten. Ja, Gromli geht ja auch. Und wieder die Füße ordentlich sortieren beschäftigt und würde dann, wenn Gromli dann im Wasser schon ist und sich um den Fisch kümmert, ist doch ein Fisch, oder ist es ein kleiner Stier im Wasser? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das ist ein Stierhecht. Gibt's die wirklich? In der Warhammer-Welt gibt's okay. Den. Die werden bis zu 7 Schritt lang, also die können schon ein bisschen größer werden. Genau, es gibt auch so Riesenstierhechte, das ist jetzt ein Junge, also der ist nicht ganz so groß, aber ja, die werden schon. Die sind ja schon so groß wie ich wahrscheinlich. Also ich hüpfe mal dann trotzdem zu der Dame rein, weil wir waren ja doch relativ weit vorne auf dem Schiff sozusagen. Genau. Vielleicht braucht sie ein bisschen Unterstützung. Also du gehst vor. Gut, der Gromli, du machst deine Attacke von oben, dann würfel doch mal bitte auf Kampfgeschick. Nahkampf? Nahkampf, ja genau, Standard. Du greifst mit deinen Äxten an, ne? Mhm. Ja. Ohne irgendwas drauf, also ich versuche jetzt einfach nur diesen Wert runter zu würfeln. Du würfelst jetzt, also du kriegst immer, also
standardmäßig ist 20 dazu. Beim Kampf würfelst du einfach drunter, weil da ist deine Erfolgsgrade dann wichtig und es geht gegeneinander. Also da gehst du einfach diesen Wert und würfelst drunter. Also ich habe jetzt 65 und würfel jetzt einfach mal drunter und habe das natürlich nicht geschafft. Okay. Wie viel drüber bist du? Ich bin 22 drüber. Also du rennst los, springst da runter mit deinen Äxten voraus und du triffst ihn noch, weil er sieht es nicht kommen, er wird da jetzt auch nicht groß ausweichen, der ist auf diese Frau fokussiert und dann rammst du deine Axt mit 8 Schaden in den Stierhecht rein. Ja, also die andere, die klitscht irgendwie ein bisschen ab, aber mit der einen triffst du und machst deine 8 Schaden dem Viech. Der schwimmt erstmal weiter, aber du hängst jetzt an ihm dran, ne? Gut, ich habe noch eine Hand frei mit einer Axt. Hätte den Stierhecht. Bei nächster Gelegenheit lege ich nach. Alles klar. Gut. Rette den Stierhecht, was? Nein, reite den Stierhecht. Reite den Stierhecht. Ja, genau. Also, Krommli hängt auf dem Viech drauf, hat die Axt gerade reingehauen in das Ding. Ja, dann hätten wir die nächste Kampfrunde. Der windet sich ein bisschen rum, hält aber weiter auf die Vadoma zu. Aber er schüttelt sich so ein bisschen, versucht dich irgendwie abzuschütteln. So, jetzt gehen wir es mal durch. Initiative-Reihenfolge. Wer hat denn da den höchsten Wert? Das setzt das I einfach. 50. 34. 36. Und Tugna? 48. 48, okay. Bodo, was waren das bei dir? 34 oder was? Mhm. Okay, das heißt, dann wären es die Reihenfolge Samaya, Tugna, wie viel waren es bei dir, Markus? 37? 36. 36, dann der Stierhecht, dann du und dann zum Schluss Bodo. Okay, Samaya, was machst du bitte? Was möchtest du tun? Wenn jetzt schon zwei von uns da drin sind im Wasser, dann würde ich auch... Tugna ist noch auf dem Weg dahin. Ja? Also Tugna ist noch auf dem Weg dahin, okay, dann das sehe ich ja nicht, weil sie wahrscheinlich hinter mir ist. Würde ich jetzt auch ins Wasser springen, um vielleicht auch der alten Dame zu helfen, mit meinem Kampfstab aber in den Händen und mal gucken, was ich... Okay, also du springst ins Wasser zwischen Stierhecht und Vadoma. Das heißt, der hält auf dich zu. Du gehst nicht unter, du musst auch nicht auf Schwimmen würfeln, weil das ist da wirklich sehr flach an der Stelle. Das heißt, der Kahn wird auch nicht untergehen, aber der ist nicht mehr zu gebrauchen, der wird kaputt sein. Du landest da im Wasser, du bist auch recht groß, also du bist zur Hüfte drin. Das heißt, für einen Halbling im Wasser wird es schwierig, ja. Der müsste vielleicht gucken, wie er da durchkommt. Gut, dann stehst du da drin, gewappnet, wenn der Stierhecht auf dich zukommt, ihn anzugreifen. Dann wäre Tugna dran. Ja, wenn ich sehe, dass Samaya schon ins Wasser gesprungen ist, werde ich mich nicht nass machen. Also ich wäre nicht doof. dann bleibe ich vorne an der Reling stehen, wenn ich ankomme und schreie dann nur, Samaya, bring sie her! Ich ziehe sie raus! Mehr mache ich dann nicht. Okay. Und dann wäre der Stierhecht dran, der versucht, dich abzuschütteln. Ich würde sagen, wir machen da einfach mal eine Probe auf Kampfgeschick gegeneinander und schauen, ob ihm das gelingt, ob er dich los wird. Naja. Ich würfel jetzt auch einfach auf Kampfgeschick. Ja, nimm. Du hältst dich ja mit Nahkampfstandard fest, also nimm ruhig deinen Nahkampfstandardwert. Oh. Sind 0 ist 0 oder 100? 000 ist 100. Und 004, also dann 4, ne? Dann hast du eine 4 gewürfelt, ja. Ja, dann sind das 6 Erfolgsstufen. Ja, ich habe eine 90 gewürfelt, also ich habe minus irgendwas. Gar kein Problem. Also du reitest den Hecht, ja. Der versucht dich irgendwie abzuschütteln, aber keine Chance. Dann wärst du auch noch vor Bodo dran mit deiner Angriffsaktion. Das heißt, du rammst ihm wahrscheinlich die freie Axt nochmal rein. Mhm. Okay, dann würfel mal bitte da drauf. Das ist jetzt natürlich wieder eine Stufe drüber. Okay, ja, ich weich mal aus, warte. Nein, immerhin, du hängst an dem dran, ja. Du reitest den Hecht, ihr rammst ihm nochmal das Ding rein mit 8 Schaden. Okay, gut. Dann wärst du dran, Bodo. Du wolltest irgendwie versuchen, das Schiff zu flicken. Also bist du auf dem Weg nach Unterdeck oder... Jawohl, also du gehst... Wo ich vermute, wo das Leck ist. Mhm. Du gehst runter und du merkst schon gleich, das Ding läuft voll, ist wahrscheinlich auch schon auf Grund.
Und du wirst da so viel nicht mehr machen können. Das ist. Es war schon ein ordentliches Loch. Also, du kannst da nochmal hinwarten und versuchen, das irgendwie zu stopfen, ja, wenn du möchtest. Ich würde es zumindest versuchen. Wenn mir das Wasser noch nicht bis zur Nase geht, dann probiere ich es mal. Noch nicht ganz, nee. Also, bist du bis hier drin, ja. Also, Wasserstand im Boot ist noch nicht so hoch wie draußen der Fluss. Okay, dann machst du dich auf den Weg dahin und versuchst das irgendwie zu flicken. Gut, dann hätten wir die nächste Runde. Der Stierhecht geht noch auf diese Frau zu. Samaya, dann bist du allerdings im Weg, ne? Dann würde ich mal sagen, du bist zuerst dran, dann greif ihn doch mal an. Okay. Ja, vier drüber. Vier Erfolgsgrade drüber. Ja. Okay, nein, du triffst ihn nicht. Und er schnappt nach dir, da müsstest du dann mal bitte entweder auf Parieren würfeln oder auf Ausweichen. Das war noch mal pariert. Das ist ja Ausweichen war ein extra Also entweder Befehl, nimmst oder? du, Ausweichen ist eine Extra-Fähigkeit, oder du versuchst mit dem Stab irgendwie dagegen anzugehen. Zwei drüber. Zwei drüber. Das ist aber immer noch besser, als ich gewürfelt habe. Also er schnappt dann auch daneben, aber wird jetzt wahrscheinlich versuchen, dich zu fressen, weil du bist jetzt halt näher als die alte Frau, die hast du schon mal gerettet. Dann wäre der Kromli dran. Ja, ich sehe das und es geht natürlich gar nicht. Ich versuche ihm einfach sein Maul wegzuhacken. Okay, gut. Dann hack doch mal. Ja, also voll den Kopf rein, dass er schielt. Fünf Stufen. Okay, dann machst du 8 Schaden. Ich habe auch gar nicht so schlecht gewürfelt. Also er schüttelt sich immer noch, wird dich aber nicht los. Du triffst ihn, dann machst du deine 8 Schaden plus nochmal 2 Erfolgsgrade, die du über hast. Dann wären das 10 Schaden. Das Viech dreht sich zur Seite und konzentriert sich jetzt nur noch darauf, dich loszuwerden. Und du siehst auch, wie er dich erstmal wegzieht von Samaya. Gut, Bodo, du bist unten, hast dich jetzt dahin, bist schnell hingewartet an dieses Loch und versuchst es jetzt zuzumachen. Das wäre dann ein Wurf auf Technik vermutlich. Ich weiß Ja, nicht. ich habe ja Beruf Technikus, was ich mal nehmen könnte. Ja, dann würfel mal da drauf. Es gibt bestimmt auch irgendwie Bootsbau oder sowas, aber wir nehmen jetzt Technikus dafür, ja. Mit 20 drauf oder direkt Mit gegen Geld? nehme 20 drauf jetzt mal. Genau. Okay. Dann habe ich es trotzdem nicht geschafft. Okay, scheinbar. Mit mir also ein Erfolgsrat daneben. Okay, irgendwie scheint das nicht das passende Material zu sein. Du versuchst da was reinzustopfen, aber es spült es irgendwie gleich wieder weg und der steht jetzt bis zum Kinn das Wasser. Dann trete ich den Rückzug an. Okay, also du Möchte nicht ertrinken. hast versucht da was reinzustopfen, du trittst den Rückzug an. Ja, Samaya, der Hecht haut von dir ab. Kümmerst du dich um die alte Frau oder? Ja, komm, die scheint da ja irgendwie das schon hinzubekommen. Wenn er von mir abhaut, würde ich erstmal zu der alten Dame sie aus der Gefahr herausbringen, also sie versuchen, zur Reling zu Tuckner zu bringen. Genau, also du greifst nach der alten Frau. Reiko ist inzwischen auch ins Wasser gesprungen, aber der war ja ganz hinten. Bei dir, Tukna, kommen Strigani an mit irgendwelchen Seilen, die sie dann da auswerfen und du schnappst dir die alte Frau. Was macht jetzt Kromli? Du hängst ja auf diesem Viech drauf. Ja, ich versuche mich, so gut es geht, mit der Axt, die drin steckt, an dem Viech noch festzukrallen. Und du sagst, er schleift mich jetzt irgendwie durchs Wasser, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, der haut halt ab, ne? Der will weg. Der hat so viele Schaden gekriegt, ist schwer verwundet, dass der sagt, okay, lohnt sich nicht. Aber du hängst halt noch an ihm dran. Er versucht dich auch Der noch mal abzu. Ja? kommt nicht weg. Also ich drehe dann meine Axt mal um auf die flache Seite und hau auf die in ihm drin steckt, ordentlich rein. Okay, gut, alles klar. Das vielleicht treffe ich auf irgendwas Wichtiges. Dann würfel mal bitte für diese Aktion. Vier Stufen. 4 Stufen, okay. Also du haust ihm diese Axt dann nochmal weiter rein und du merkst, wie er dann unter dir nachgibt und sich aufhört zu bewegen, nachdem du ihm die da in den Leib gehämmert hast. Ist es gut? Ich versuche mit ihm irgendwie, geht es, dass ich ihn an eine flache Stelle schleifen kann oder so? Ja, das Wasser ist hier sehr flach, das heißt, du kannst es probieren, ihn an eine flache Stelle zu schleifen, ja. Ja, das würde ich gern probieren.
Okay, gut. Du schleifst diesen Hechter irgendwie raus. Tuckner, du packst mit an, die rauszuziehen. Okay. Ja. Ja, das sind auch jetzt noch Strigani dabei. Ihr zieht, sag mal, du gibst sie mit an das Seil und ihr zieht die Frau da raus. Dann ist sie auf dem Boot, was jetzt irgendwann auf Grund läuft. Sag mal, du stehst immer noch hüfthoch im Wasser. Das Boot hat sich noch am Anfang ein bisschen bewegt, jetzt tut es das nicht mehr. Und ja, du hörst halt die Strigani fluchen, die Frau an Land ziehen. Reiko klettert dann auch wieder rein, rennt zu seiner Großmutter hin. Warte doch mal, wie geht's dir? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Und sie spuckt ein bisschen Wasser und sie meint: Lobpreist die Ahnen, lobpreist unsere Gefährten. Sie haben mich gerettet, sonst wäre ich hier ertrunken oder dieses Ungetüm hätte mich gefressen. Sie werden sicherlich auch diese Bestie besiegen, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, die Strigani gucken recht anerkennend auf euch. Bodo, du kommst dann auch wieder an Deck, siehst Samaya, bleibst du im Wasser oder? Ja, gerade, also ob ich jetzt im Wasser stehe oder in dem im Wasser liegenden Boot, ist ja eigentlich gerade recht egal. Ich würde eher Richtung, kann man da irgendwie an Land gehen Kann oder man, so? ja, kann man. Würde ich Richtung Land gehen. Okay, du gehst Richtung Land. Oben auf dem Deck ist man tatsächlich noch nicht im Wasser, aber das Boot ist nicht mehr zu gebrauchen. Das weißt du auch, Bodo. Also das Viech hat da ein ordentliches Loch reingerissen. Ja. Dann kommst du auch wieder hoch und die Strigani klopfen euch auf die Schulter, auch dir, Tuckner, ne? Du standst da vorne, hast mir dann den Seilen Ich habe gezogen. bestimmt am wenigsten gemacht, aber Ist ich war egal. dabei. Ihr seid in der Anerkennung gerade extrem gestiegen, ja. Ja, Vadoma bedankt sich nochmal bei euch. Ja, gut, der Zwerg ist gerade woanders, ne? Er schleppt gerade dieses Viech an Land. Der bricht dem Hecht gerade noch ein paar Zähne raus, zum Andenken. Kann man den essen? Dann könnten wir den grillen. Vielleicht kann man den essen, ja. Also weiß ich, ob man Stierhecht essen kann? Ich glaube, du kennst dich damit nicht so gut aus. Schade. Wir haben unseren Koch nicht dabei. Also da meine Eltern ja Bäcker waren und man ja sowieso sehr viel Wert bei uns drauf legt, dass man gut kochen kann als Halbling, hätte ich sogar Beruf Koch. Ja, wir haben einen neuen Koch. Sehr gut. Ihr habt einen neuen Koch und ja, Bodo, das Viech kann man definitiv essen. Zumindest weißt du, welche Teile man davon essen kann, ja. Also, wenn man ihn richtig zerlegt, dann ist es recht schmackhaft. Ich schrei ganz laut zu Gromli: Gromli, nimm den mit! Ja, der geht nicht von allein. Ja, Cromley ist gerade dabei, ihm irgendwie eine Zähne rauszubrechen, die besonders gut ausschauen. Also das Viech ist tot, ja. Tod ist gut. Aber sowas bitte nicht auseinandernehmen. Komplett unfachmännisch. Herr Reuter? Ja, Herr Herr Reuter kommt, Reuter? ist inzwischen auch an Deck und guckt sich um und meint: Gute Güte, was ist denn hier passiert? Herr Reuter, das Boot ist nicht mehr zu retten. Wie kommen wir jetzt zur Baustelle? Und guckt dann runter und meint: Ja, da werden wir wohl zu Fuß gehen müssen. Aber bei Sigmas Gnade, das hätte ja noch viel schlimmer ausgehen können. Gut, dass die Stelle hier flach ist und wir gleich auf Grund laufen. Ja, gut, dann werden wir hier das wohl alles tragen müssen. Könnt ihr bitte mit anpacken? Könnt ihr auch was tragen? Mal, guckt zu dir, Bodo, und zu dir, Tuckner. Was Kleines vielleicht? Ja, gut, Herr Reuter. Ja, was Kleines. Ich schaue mich mal um, ob ich irgendwas Kleines finde. Ja, also halt großes Baumaterial und die Strigani, die sind noch erst damit beschäftigt, auf dieses kaputte Boot zu gucken. Reiko ist froh, dass seine Großmutter noch lebt. Und ja, du siehst dann, meine fluchen halt rum. Ah, Scheiße, jetzt müssen wir den ganzen Mist schleppen da noch zu dem Lager hin. Boah, da kommen wir erst spät an. Die mosern ein bisschen rum, aber fangen schon an, die Gurte zu lösen und die Frachter irgendwie was Kleines. Also, Such das naja. Kleinste und Wertvollste, was ich finde. Vielleicht ein bisschen, es ist halt Baumaterial, das Ja, vielleicht. irgendwie so ein Messinstrument oder so, falls sie sowas haben. Oder was weiß ich was. Ist eher simples Zeug, vielleicht ein Seil oder so. Das klingt gut, das kann ich mir über die Schulter hängen. Genau. Such mir dann so ein Kästchen mit Nägeln oder so, das es bestimmt gibt. Ja, wird es geben, genau. Ja, und dann fangen die. Bodo, komm mal. Wir tun auf schwer beladen, ja?
Ja, du siehst wirklich, wie ich das wirklich, wie das wirklich schwer ist, dieses Nagelkästchen. Ja, ich muss nicht so tun. Das ist ganz schön schwer. Sehr gut, das Seil ist wahrscheinlich auch ziemlich schwer. Ich meine, ich habe nur 18 Stärke. Also, wenn es ein langes Seil ist, wird es wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen schwer sein für Tuckner. Ja, ihr seid jetzt ziemlich am Limit von dem, was ihr echt tragen könnt. Also ist tatsächlich bei euch, es ist wirklich schwer und ihr müsst jetzt auch noch durch diesen Fluss, wo ihr Lass bitte. dir nichts anmerken, Bodo. Habt ihr Wir sind stark. Athletik? Auf Athletik dürftet ihr bitte einmal würfeln, also die Halblinge. Ich stehe so am Ufer und fring gerade so mein Kleid ein bisschen auf. Also, wenn es jetzt wieder plus 20 gibt, habe ich es exakt geschafft. Ja, immer wenn ich nichts dazu sage, ist es plus 20. Okay. Bis auf diese Ja, gut, dann. Kampfwerte, da ist es immer genau der Wert, aber ansonsten immer plus 20. Immer plus 20. Okay, dann genau geschafft. Zwei Erfolgsgrade drüber. Ich glaube, ich bin für heute richtig gut. Ja, zwei Erfolgsgrade drüber, du bist im Wasser, du bist am Balancieren und irgendwie, du musst was loswerden und das Unliebste ist wahrscheinlich das Seil, was du gerade an dich genommen hast. Ja, ich halte nur noch das Ende fest, dass ich es dann rausziehen kann Okay, von gut. außen. Ja. Schlau. Ja, also das platscht irgendwie weg, du hältst noch das Ende fest und ja, kommst dann irgendwie an Land, so hier tropfnass von oben bis unten. Bodo, du hast dein Kästchen da ordentlich rübergetragen. Hat funktioniert. Genau. Oder stell mal das Kästchen weg, wir müssen das Seil wieder einfangen. Aber Seid ihr das bei ist doch mir auf der bestimmt Seite? total Ihr schwer. seid alle auf derselben Seite, ja. Das Seil? Ja, ist es. Aber wenn wir das zu zweit ziehen, dann kriegen wir das vielleicht rein. Dann stelle ich das Kästchen hin und versuche, mir die das Seil rauszuziehen. Wir stellen uns jetzt wie beim Tauziehen so hintereinander und versuchen, dieses Seil an Land zu ziehen, okay? Ich gehe mal Und hin, dann helf eins! mal. Okay, euch kommt Gromli zu Hilfe. Also ihr hättet es auch geschafft, zwar langsam und mühselig, aber ihr hättet es irgendwie geschafft und dann kommt der Zwerg und ja, packt Ja, euch mal also zu. ein Seil, das ist eine gute Idee, das nehme ich gleich mal mit und nehme ich das, hole das mal ein und wickel es dem Hecht um den Hals, damit man ihn schön ziehen kann. Ihn, aber dann wird er doch dreckig an Land. Kann man ja putzen. Na Ja, und ich gut. meine, die Schuppen kann man eh nicht essen, die sind sehr hart und zäh. Ah ja, Ja, stimmt. ist ja noch besser, sind die schon weg, wenn wir ihn essen wollen. Ziehen wir den ein paar Meilen lang und dann sind die Schuppen ab. Aber dann müssen wir ihn wenden, weil sonst ist er ja auf einer Seite irgendwann durch und auf der anderen hat er noch die Schuppen drauf. Das, Ja, also da kannst du ein Auge drauf haben. mach ich. Das kann ich gut. Augen auf irgendwas haben. Ja, also die Strigani fangen an, dieses Boot zu entladen, das ganze Zeug da an Land zu packen und schauen, wie sie irgendwie behelfsmäßig sich irgendwelche Karren da zusammenbasteln. Aber sie haben ja keine Räder, also funktioniert das nicht. Vielleicht irgendwie zwei Stämme, wo man eine Kiste draufstellt oder sowas. Fakt ist, es wird nicht alles mitgehen, sondern nur ein Teil davon. Und ja, der Reiko entscheidet dann, was mitgeht und was nicht. Der Reuter hat keinen Plan irgendwie davon. Und ja, Nägel sind wichtig, Seile sind wichtig und dann halt Baumaterial, so viel halt geht. Und der Rutger geht dann noch zu dir, Kromli, und meint, kannst du auch vielleicht ein bisschen was tragen? Wir haben ja echt viel, was mitgeht. Ja, Abendessen werde ich tragen. Ach so, ja, gute Idee, dann nehmt ihr das Abendessen mit. Okay. Ja, Helft komm. ihm mal beim Wagen Was bauen irgendwie. soll dieser Zwerg denn noch tragen? Komm. Sag's ihm. Hier, greif zu, da Holz, Seile, du siehst, er hat eigentlich keinen Plan, was wichtig ist. Er sagt jetzt halt irgendwas, was da rumliegt, ne? Deutet halt da drauf und meint, nehmt euch, was, alles muss mit. Und Werf ich mir halt links, rechts noch ein Seil über oder so. okay, gut, packst dich voll und ja. Bodo, du wolltest denen noch irgendwie helfen, da ihre Karren zu bauen. Packst da nochmal mit an, musst nicht würfeln, es wird. Es sind keine Räder da, ihr könnt da jetzt auch keins irgendwie schnell improvisieren oder sowas oder aus dem Boot eins raussägen. Aber du kriegst es so hin, dass es wenigstens irgendwie rollt, vielleicht mit einem Stamm oder so unten dran. Du überlegst dir da was, das sind dir auf jeden Fall dankbar. Und du merkst auch, die Strigani, die reagieren recht positiv auf euch, ne? Also am Anfang waren sie so ein bisschen, ja, das sind halt irgendwelche Leute, ne? Und jetzt ist halt dieser Ulfric Heiler noch irgendein Leut, aber euch schauen die schon anders an. Ja, dann seid ihr alle an Land und irgendwann setzt sich dieser Trott dann in Bewegung. Samaya, trägst du eigentlich auch irgendwas oder? Nö. Also bisher wurde ich noch nicht gefragt. Also trägst du da Also. noch nichts, ja. Okay. Nö. Gut.
Ja, ihr lauft da lang, die Strigani schwitzen vor sich hin. Der Reuter läuft nicht ganz vorne, läuft irgendwo ein bisschen weiter hinten. Der Reiko führt das Ganze an. Ihr lauft jetzt diesen Fluss letztendlich entlang am Ufer. Ja, wollt ihr mit irgendjemand reden? Quatscht jemanden an? Habt ihr irgendwas vor, während ihr da euch bewegt? Was wollt ihr tun? Schaffe ich das überhaupt, während ich das Ding da hinter mir herziehe? Weiß ich nicht, wie voll du dich vollgeladen du dich hast, ja. Also der diesen toten Fisch hinter dir herschleifen, ist schon schwer, ja. Ja gut, dann halte ich mich mal da raus und konzentriere mich auf Fische ziehen. Mhm. Ich würde immer mal weiter vor und zurück, ich würde die Augen einfach offen halten, wenn wir schon so einen Fischattacke hat. Wer weiß, was noch alles kommt. Deswegen würde ich einfach mal Ausschau halten. Ich bin nicht sehr wählerisch. Neben derjenigen Person, wo ich gerade gehe, die kriegt meine Familiengeschichte erzählt oder irgendwelche Anekdoten von irgendwelchen Tanten und Onkels, um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Okay, ja, du... Vielleicht ist es mal der Reuter, vielleicht mal irgendein Strigani, wer halt da gerade irgendwie neben dir läuft. Also du quatschst die voll sozusagen. Was macht Tuckner? Lauf wahrscheinlich erstmal einfach vor mich hin. Mhm. Okay. Man lässt sich auch laufen. Also ist jetzt nicht so, dass sich irgendeiner da voll quatscht, ne? Außer wenn du neben mir gehst, dann. Ja, das ist okay. Dann versuche ich rauszufinden, ob wir irgendwie verwandt sind über tausende Ecken. Mhm. Bestimmt, bestimmt. Alle Halblinge sind irgendwie verwandt. Alle Halblinge sind irgendwie verwandt, aber... Gut, ihr lauft eine Weile, es geht dann auch langsam Richtung Abend rein. Was euch auffällt, ist, dass so ein Nebel aufzieht. Ja. Nebel. Stimmt, und der, ganz harmlos. Ganz harmlos und er sieht auch, ist auch ein bisschen irgendwie, ihr könnt mal, würfelt vielleicht mal auf Intuition. 3 Erfolgsgrade. 4 drüber. Also ich habe meine klassischen 2 drüber. Bodo, du warst, glaube ich, am besten unterwegs mit 2 Erfolgsgraden. Und Samaya, du hattest, glaube ich, plus 0, richtig? Okay. Ja. Also für euch beide ist es kein natürlicher Nebel. Das ist kein, ihr seid am Fluss, es gibt Nebel, so für Tuckner und Gromli ist es halt, nö, ist ein bisschen neblig, was soll's, aber für euch beide ist es so, so ganz natürlich ist der Nebel nicht. Ich schließe mal zu Samaya auf, wo auch immer sie gerade geht, weil der traue ich irgendwie zu, dass sie am meisten Ahnung davon hat. Samaya? Ja? Du kennst dich doch mit Magie und so aus. Ja. Ist der Nebel hier, findest du den nicht auch ein bisschen unnormal? Definitiv. Ja, und was machen wir jetzt? Die Augen offen halten. Okay, und sonst nichts? Naja, viel gegen Nebel machen können wir nicht, oder? Ja, aber kannst du nicht irgendwas machen, das... Also, ich meine, wenn der Nebel nicht natürlich ist, dann muss der ja irgendwo herkommen oder von irgendwem hervorgerufen sein. Kannst du da nicht irgendwas? Ja, erstens weiß ich nicht, wer ihn hervorgerufen hat, dann ist es sehr schwer, was dagegen zu machen. Außerdem, den Zauber gegen Nebel habe ich nicht. Okay, ach so. Leider. Na, dann halte ich die Augen offen. Mache mich extra groß und gucke mich um. Ja, ein Strigani steht irgendwie neben euch und meint, ja, das ist hier normal. Hier spukt es eindeutig an diesem Grausee irgendwie, dieser Nebel da die ganze Zeit. Es wird noch schlimmer. Also der kommt immer. Der ist da, der ist die ganze Zeit da, der ist auf der Baustelle da, der ist überall da, der ist tags da, der ist nachts da. Nachts ist besonders schlimm und wenn man genau... Also der geht nie komplett weg. Nee, der ist da irgendwie immer. Ich würde meinen Kampfstab nochmal einen Ticken fester greifen und noch mal einen Ticken mehr gucken. Okay. Aber also sehen wir gar nichts mehr mit dem Nebel? Doch, oder? Doch. Der ist jetzt nicht so, dass der komplett dicht ist und du nichts siehst, aber du siehst halt immer wieder so Nebelarme, die so rumwabern, unnatürlich rumwabern. Als der Weg ist jetzt gerade noch relativ frei, ist auch noch nicht Abend, dass er komplett dicht wäre oder so, aber zieht halt so auf und irgendwie, der verhält sich halt unnatürlich, ne? Also da bilden sich immer wieder so Tentakelarme, die so über die Straße gehen und dann wieder verschwinden. Und wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr auch irgendwelche Geräusche aus dem Nebel oder dem Wald, dem angrenzenden, die jetzt nicht nach Tieren oder sowas klingen, sondern irgend so ein Brummeln oder Krummeln. Genau. Ja.
Fühlt sich nicht so gut an. Okay, dann geht ihr weiter. Bodo hält besonders die Augen offen. Du hältst deinen Kampfstab fester. Tugna, du läufst halt so vor dich hin und hörst. Bodo erzählt jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Nein, ich bin jetzt sehr konzentriert am Gucken. Mhm. Bodo ist konzentriert am Gucken und irgendwo hinten hört man kaum die Schnaufen, wie er diesen Fisch in der sich herzieht. Der Tugna, dir fällt auf, den sollte man jetzt mal wenden. Gromli, dreh den Fisch! Ich geh mal nach hinten und drehe den mal ein paar Mal, bis er auf die andere Seite sich wendet. Okay, gut. Und ziehst den weiter ins Lager. Ja, gut, sehr gut. Essen. Ja, es dauert ein bisschen. Dieser Nebel wird dichter. Die Strigani haben schon vorher eigentlich fast nichts geredet. Die schwitzen alle unter ihrer Last. Der Rutger läuft auch mit dem Reiko vorne still, schweigend nebenher und ihr merkt halt, dass dieser Nebel halt kräftiger wird und dann kommt ihr schließlich an dem Lager an. Da dürft ihr mal bitte alle auf Wahrnehmung würfeln. Minus ein Erfolgsgrad. Vier, also plus vier. Mhm. Plus drei. Zwei! Also drunter halt. Eigentlich ja Minus, oder? Wenn du, also... Es ist für dich positiv, dann redest du von Plus. Wenn es für dich negativ okay. ist, dann redest du von Minus. Okay, okay. Also meins war schlecht. Zur Klarstellung. Okay. Gut. Also meins war gut. Positiv 2. Positiv 2, Markus schlecht und ihr beiden oben hattet... Schlecht. Schlecht. Gut. Positiv. Positiv. Gut. Ja, es ist halt ein Lager für dich, Bodo. Rechts irgendwie die Baustelle am Fluss. Dann irgendwie Zelte verteilt in einem Kreis, das seht ihr anderen auch. Was dir, Tugna, und dir, Samaya, auffällt, ist, dass linke Hand geht so einen Weg hoch und das seht ihr so, ja, so Steinobelisken oder was, die da irgendwo aufgebaut sind, im Nebel stehen. Und das ist das, was ihr seht, ist ein bisschen weiter weg von der Baustelle, aber die sind da. Und ja, da haben sie halt ein Lager eingerichtet. Warum auch immer jetzt hier an der Stelle, das ist mal das Erste, was euch auffällt. Es ist schon ziemlich spät. Ihr merkt, die Leute so, boah, Gott sei Dank sind wir da. Die Kisten stellen sie irgendwo an den Rand hin. Und dann haben die gar nicht groß Lust, da jetzt noch irgendwas auszupacken, sondern die wollen sich eher was ja, zu essen besorgen, sozusagen. Ja, und Rutger kommt dann zu euch und meint, ja, ich stelle euch mal noch Tulgrim vor. Und dann den Rest sehen wir, glaube ich, dann morgen. Ja, Maya, da oben sind diese Steine. Ist mir aufgefallen. Aber okay. Es ist immer noch so weit weg, dass ich sie mir genauer angucken kann. Ja, aber komisch. So dicht, oder? Ja, und so seltsam angeordnet. Okay, er führt euch... Warum baut man überhaupt hier mitten im Nirgendwo eine Weberei hin? Da dürftest du mal auf Technikus würfeln mit plus 40. Auf Technik sozusagen. Das kann bei dir, glaube ich, jetzt nicht mehr schief gehen. Nee, das sind sogar 9 Erfolgsgrade im Plus, mit deinem plus 40 obendrauf. Genau, also. Extrem gut gewürfelt. Extrem gut gewürfelt. Ja, also du schaust dir diese Baustelle an. Warum sollte man die hier bauen? Also für eine Weberei ist das schon günstig gelegen. Du hast hier alle Voraussetzungen, dass du eine Weberei errichten kannst. Ne? Du hast Wasser, es ist alles da. Dass das Ganze funktionieren kann. Du hast die Nähe zum Fluss, das heißt, du kriegst die Waren auch transportiert. Wahrscheinlich, also dieser Bauplatz prinzipiell ist nicht schlecht gewählt. Gut, diese Steine im Hintergrund, was die da sollen, keine Ahnung. Was dir aber auffällt, ist, dass die Gruben, die sind zu nah an den Fluss gebaut, die sind falsch eingerichtet, deshalb laufen die immer wieder mit Wasser voll. Dir fällt auf, dass das Werkzeug irgendwie schlecht ist, als er darüber geht. Also hier ist jemand am Werk, der nicht so wirklich eine Ahnung hat davon, wie man eine Baustelle einrichtet. Und die Häuser, also die Gruben, wie gesagt, die sind zu dicht am Fluss, die gehören ein bisschen weiter weg, diese Baugruben für die Häuser. Deswegen haben sie diese Wasserprobleme jetzt schon. Und wie gesagt, das Werkzeug ist auch nicht besonders gut. Also hier wird nicht so gut gearbeitet in die Richtung, ja. Hey, ist der Reuter noch in der Nähe? Der läuft gerade vor euch her, ja. Hey, Herr Reuter? Ja, was denn bitte? Wer ist denn da für diese Gruben verantwortlich? Wer hat denn hier den Plan gemacht?
Den Plan, wir haben hier unseren Tulgrim, ist unser Bauarbeiter. Den wollte ich euch gerade einmal vorstellen, der Vorarbeiter, der kümmert sich hier um die Baustelle. Genau, ich bin ja der Kaufmann sozusagen. Okay, dann führen Sie uns mal zu Ihrem Herrn Tulgrim. Ja, stelle ich euch noch vor. Genau, und dann Abendessen, weiß ich nicht, ob ihr euren Fisch da essen wollt oder ob ihr mit bei den Strigani was essen wollt. Ihr werdet schon irgendwas finden. Tulgrim. Ja, ihr lauft ein Stück weiter. Diese Baustelle ihr seht, es gibt halt so ein Lager auf der linken Seite, was aufgebaut ist. Auf der rechten Seite sind die Gruben und gibt es auch noch einen Wagen und ihr lauft gerade einmal rüber. Über den Platz zu einem, ja, zu Tulgrims Zelt, was da aufgestellt ist. Der sitzt da, das ist ein Zwerg, schwarze Haare, ein bisschen länger hinten runter, ist gerade am Pfeife rauchen, einen Bart, wahrscheinlich nicht so groß wie der von Cromley, auch ein bisschen ordentlich gepflegter und hat halt da seine Bauarbeiterklamotten an, also so eine Lederweste und ja, ist da gerade eben am Pfeife rauchen. Und als Tulgrim auf ihn zukommt, meint er, ach, so bald zurück, Menschling? Hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Und er meint nur, ja, ein kleines Missgeschick auf dem Fluss, also das Brot ist leider kaputt gegangen, aber das hätte viel schlimmer passieren können. Die wichtigsten Sachen, die wir für die Bauarbeiten brauchen, die haben wir natürlich mitgebracht. Und hier habe ich vier Spezialisten, die sich um das spezielle Problem kümmern sollten mit den Orkhams. Aber das können wir morgen früh besprechen. Ja, die Strigani wollen das ja nicht machen. Die hat jetzt Tina besorgt hier. Und vielleicht gibst du denen noch irgendwie ein bisschen Geld, ne? Also die Truhe, weißt du, wo sie ist? Ich gebe die dir gleich noch. Hier ist nochmal der Schlüssel dafür. Gib ihm dann einen Schlüssel. Meint, und dann gehst du zur Johanna und gibst denen dann am besten gleich schon mal ein bisschen Geld. Vielleicht ein Silber oder zwei Silber oder sowas, weil die haben echt gut geholfen. Und der Tulgrim meint nur so, so ist es. Pafft ein bisschen Rauch in seine Richtung und meint dann, ja gut, wenn es dann so ist, dann gehen wir halt und stapft dann halt los. Wieder über den Platz rüber. Und der Reuter geht in die andere Richtung weg zu seinem Zelt. Und wir stehen da jetzt. Ihr steht da jetzt erstmal, Tulgrim dreht sich dann um und meint, ja, kommt ihr mit oder wollt ihr da weiter rumstehen? Ich gehe mit. Ich auch. Flüstert Tuckner so ins Ohr. Also, dieser Tulgrim, der hat keine Ahnung von Baustellen. Keine Ahnung hat der. Hast du diese Gruben gesehen? Viel zu nah am Wasser. Viel zu nah am Wasser. Ist kein Wunder, dass hier nichts vorangeht. Er hat den Tulgrim eingestellt? Hast du das mitgekriegt? Ja, offensichtlich der Reuter. Und diese Frau Stiegler. Wenn das hier die beiden sind, die hier diese Baustelle finanzieren. Das müssen wir morgen klären. Ich möchte sehr gerne mir die Baupläne angucken. Das machst du. Okay, Tulgrim stapft vor euch her. Zu einem Wagen meint, so, ihr kümmert euch also um das spezielle Problem, ja? Interessant. Ja, wenn man dem den Kopf abschlagen kann, dann kann sich dieser Zwerg darum kümmern. Kopf abschlagen. Das sind eher Steine ausbuddeln. Aber das können wir ja morgen besprechen. Die Steine da oben. Wann gibt's Geld? Die Steine da oben. Geld? Ja, mal schauen. Ich habe jetzt den Schlüssel. Ich sag der Stiegler, sie soll euch irgendwie zwei Silber geben. Ob die das macht, weiß ich nicht. Ja, also, wenn wir kein Geld kriegen, dann holen wir es uns bald. Was? Na, hör mal. Ohne uns wäre euer Boot hier einfach mal untergegangen. Ja, das Boot ist doch weg, oder? Ja, aber deine Leute sind doch da. Ja, das ist schon mal gut. Sonst wird hier nichts mehr laufen auf der Baustelle. Also besonders gut läuft es ja jetzt auch schon nicht. Naja, was soll ich machen? Guck dir das doch mal an. Deutet dann so groß auf die Strigani, die da irgendwie dabei sind. Das ist keine, ich meine hier, wenn wir hier ein paar Zwerge wären und deutet auf Cromley und ihn selber, dann würde es hier ganz anders ausschauen. Aber hier mit den Strigani soll ich eine Baustelle führen? Das kannst du doch alles vergessen.
Mein Gott, kannst du keine Wunder erwarten. Es ist jetzt halt so, ich mache halt das Beste drauf, was geht. Aber naja, gut, so ist es halt. Und wie viele Baustellen hast du vorher schon so gemacht? Ein paar, warum? Nur so. Ich wollte damit sagen, dass du keine Ahnung hast von dem, was du hier tust. Ist es so? Anscheinend. Ich bin da, schau ein bisschen entsetzt in ihre Richtung. Guckt einmal zu Bodo, dann wieder zu Tuckner, während er vorläuft und meint, naja gut, aber dafür seid ihr ja nicht hier, um die Baustelle zu begutachten. Und klopft dann den Wagen, dreht sich um. Doch. Wir sind schon hier, um dafür zu sorgen, dass hier alles mit seiner rechten Wege geht. Genau, da gehört alles dazu. Rund ums Service. Rund ums Service. Na dann. Aber. Und du hast keine Ahnung von deiner Arbeit. Naja. Ihr habt da was mit der. Mit ich wende mich mal kurz an Bodo. Hey, Bodo. Der meint, ja? Wir sollen hier Steine ausbuddeln. Ja, aber vielleicht wohnen Monster unter den Steinen. Ich meine nur, also. Ich kann ja noch Steine ausbuddeln, aber warum haben die euch gekauft? Also, nur so mal so. Also vielleicht kann ich eine Vorrichtung bauen, mit der das Ganze einfacher vonstatten geht. Aber es passt doch nicht. Also, kannst du in die Gruben gehen, kannst ein paar Leute holen, kriegst du billiger die Steine ausgebuddelt. Ja, aber schlaue Dinge tun ist meistens billiger als mit bloßer Körperkraft. Ja, na gut, aber warum? Warum dann den Elf zum Steine ausbuddeln? Das passt doch nicht. Naja, hast du nicht zugehört, weil diese Steine irgendwie. Die sind doch gefährlich, oder? Ich schau zu Samaya. Irgendwas ist doch mit denen. Irgendwas bestimmt. Ich guck so einmal so rum mit dem Nebel und das alles, aber wie gesagt, ich kann es noch nicht zuordnen. Na, schauen wir mal. Der Zwerg hier hat Hunger. Ja, die Tür geht dann auf und ihr seht eine große Frau, gekleidet in feingeschnittenen Hosen und einem Wams. Das Haar trägt einen leicht geölten Look, so. Die goldenen Locken fallen so runter und ihr Mund ist zu so einer missbilligenden roten Linie gezogen, als sie diesen Tulgrim anschaut. Und ja, ihre Augen, die sind recht stechend, leuchten blau, blutunterlaufen. Und ihre Haut, ja, ist gereizt, gerötet, sind die Augen umrandet, also die schaut so aus, als wenn sie irgendwie überhaupt nicht gut schläft. Und sie guckt den Tulgrim an und meint, ich hatte gehofft, ein bisschen Schlaf zu bekommen. Was auch immer du jetzt willst, kann das nicht bis morgen warten. Ja, und der Tulgrim guckt sie an und meint, also das Boot ist nur noch Schrott. Hier die Leute da, die haben bei der Bergung geholfen. Heute will es dir entschädigt werden. Gut entschädigt, wenn möglich, hat irgendwas von einem Silber oder zwei Silber geredet. Und reicht ihr den Schlüssel rüber, den Reuter ihr gegeben hat. Die Kiste, die er noch suchen wollte, verpeilt wie er ist, weiß er das nicht mehr, aber die ist ja eh bei dir. Und ja, sie reibt sich so ein bisschen die Augen und meint dann nur, als hätte mein geschätzter Partner nicht schon gezeigt, wie inkompetent und nutzlos er eigentlich ist. Ich habe ja sowieso schon hier laufen ja ein Haufen Bereicherungen auf dieser Baustelle rum, die irgendwas bringen sollen, das was vorwärts geht und ordentlich anpacken sollen. Aber was passiert denn? Hier geht nichts vorwärts. Und jetzt schleppt er hier nochmal irgendwelche 4 Spezialisten an für irgendein Problem, was er lösen will. Also der Tulgrim zuckt dann mit den Schultern, dreht sich rum und stiefelt wieder zu seinem Zelt zurück. Lässt euch da einfach stehen. Und ich gehe mal hin zu der netten Dame, streck die Hand aus und mein, jo, gib Geld. Für was denn überhaupt? Für Kopf abschlagen. Sie guckt ein bisschen hilfesuchend über Gromli hinweg zu wahrscheinlich den beiden Halblingen, die den höchsten Charisma-Wert haben. Ich dachte zu Samaya, die da dahinter steht und auch nur ungefähr. Nee, nicht zu Samaya, sondern zu den beiden Halblingen tatsächlich. Also was unser werter Herr Gefährte hier eigentlich sagen möchte, ist, dass
Also Sie haben ja wohl mehr als ein Problem auf dieser Baustelle und wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen. Und nebenbei haben wir auch schon sehr gut unterstützt bei der Bergung der Bauvorräte vom Schiff und zudem hat dieser Zwerg hier einer Dame auf dem Schiff das Leben gerettet. Ja genau, was er sagt, gib Geld. Sie guckt euch dann an und meint, okay, vielleicht ist das jetzt ein echt schlechter Start heute Abend. Wenn ja, dann bitte ich um Nachsicht. Ich bin normalerweise nicht so gereizt. Die Dinge in letzter Zeit waren etwas anstrengend. Wie wäre es, wir gucken, dass wir jetzt alle mal eine Mütze Schlaf kriegen und morgen früh können wir dann eine Vereinbarung treffen und ich versichere euch, wenn Reuter euch versprochen hat, dass ihr was bekommt, dann werde ich das verdoppeln und im Gegensatz zu ihm werden meine Versprechen auch gehalten. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan, aber wir haben schon gehört, dass man hier sehr schlecht zum Schlafen kommt auf dieser Baustelle. Ja, schaut, wo ihr unterkommt. Ihr habt sicherlich was dabei, um euch ein Lager einzurichten. Und dann schließt sie die Tür. Ich drehe mich zu meinen Leuten um und frage, wo Geld? Geld, wenn dann morgen. Müssen wir wohl Probleme lösen. Und ich würde zu Tuckner gucken. Ich glaube, du meintest jetzt nicht die Schlafbegebenheiten, nein, sondern... Okay, ich dachte es. Ich meine, die wären auch gut zu wissen. Wo? Ich habe gedacht, wir kriegen hier also irgendwie eine Unterkunft. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass hier schon irgendwo Platz für uns ist, vorbereitet. Also ich klopfe nochmal an der Tür, weil es scheinen ja alle irgendwie nichts zum Schlafen dabei zu haben. Sie macht die Tür dann nochmal auf. Noch was? Ja, es tut mir leid, Sie stören zu müssen, aber wir dachten, wir finden hier eine Möglichkeit zu schlafen für uns vorbereitet. Hey, Rutger hat euch hergebracht, dann ist es auch sein Job, sich darum zu kümmern. Wo finden wir ihn? Wo schläft er normalerweise? Er hat das Zelt da hinten. Okay, dann wünsche ich noch eine sehr geruhsame Nacht mit wenig Albträumen, der Dame. Danke. Dreh mich um und gehe zu dem anderen Zelt. Etwas angenervt inzwischen. Notfalls lege ich mich in das Zelt. Kommst du so trocken von Samaya? Okay, das heißt, ihr lauft jetzt wieder über den Platz. Was euch auffällt, dieses Zelt von Rutger und der Wagen von der Stiegler, die sind so maximal weit voneinander entfernt. So am anderen Ende der Baustelle hat der sein Zelt und die hat da vorne am Eingang sein Wagen und der Tulkrim irgendwo so in der Mitte da auch auf der Seite. Also die drei haben so nicht irgendwie nebeneinander, was irgendwie vielleicht auch Sinn machen würde, sondern die sind so maximal weit voneinander entfernt. Und die Strigani so eher um den Tulkrim drumherum haben die ihr Lager aufgebaut und rechter Hand sind eben die Baustellen. Dann lauft ihr Richtung anderes Zelt, euch kommt dieser Ulfric Heiler entgegen, Richtung Stieglerwagen und ihr seht, dass die Strigani irgendwo ein Feuer gemacht haben, Kochfeuer und der Reiko, der winkt euch dann schon zu, als ihr Richtung Rutger lauft. Dann gehe ich mal, also ich würde dann abbiegen mal zu den Strigani. Ich komme mit, die schauen freundlicher aus als der Rest hier. Nehm den Fisch mit. Ja. Oh, ja. Den hat dieser Zwerg wohl hier auf dem Platz liegen lassen, da hinten. Er ist gleich wieder zurück. Okay, du gehst den Fisch holen und ihr anderen zwei geht schon mal vor zu Reiko und er meint dann, kommt, nehmt Platz, wir sind gerade dabei, Essen zu machen, ihr könnt irgendwo bei uns pennen, jede Wette, der Rutger hat sich wieder um nichts gekümmert. Ihr seht nicht so aus, als hättet ihr ein Zelt dabei, dann schlaft einfach bei uns. Das ist doch sehr charmant. Wir können auch diesen Fisch mit euch teilen. Ja, gerne, natürlich. Wir machen gerade schon eine Suppe, diesen Fisch da durchzugaren. Das dauert wahrscheinlich heute zu lange, aber wir sollten vielleicht dann den morgen früh verarbeiten oder sowas. Oder wollt ihr den noch heute Abend? Also, wir sind alle ziemlich fertig. Also, ich könnte ein bisschen den Fisch zerlegen und dann könnte man etwas davon in die Suppe tun. Okay, ja, das ist ein Punkt. Wenn ihr darüber diskutiert, kommt auch schon Kromli mit dem Fisch an. Der gut entschuppt ist inzwischen. Wahrscheinlich, ja. Und du fängst dann an, den zu zerlegen, wahrscheinlich mit Kromlis Hilfe, weil der ein bisschen mehr Kraft hat. So dahin, dorthin, mach mal das weg und lieferst noch ein bisschen Fischfleisch für die Suppe. Und ja, ihr macht da eine Suppe. Ihr merkt auch, da gehen irgendwelche Flaschen rum. Irgendwas hier, das wäre der Hausschnaps, was auch immer das heißt. Ja, und
je nachdem, ich nehme mal an, Cromley wird dazugreifen, Samaya sich wie üblich zurückhalten bei dem harten Alkohol. Ich weiß nicht, was die Halblinge und Gno machen. Ja, was bei mir landet, bleibt bei mir. Okay, also die Flasche, die ist dann erstmal bei dir. Gut. Ja, also da ist dann halt nichts mehr übrig dann. Gut, dann, kriegt ihr da nochmal gut zu essen, unterhaltet euch mit den Strigani vielleicht ein bisschen. Weiß nicht, habt ihr noch spezielle Fragen, die ihr stellen wollt? Ansonsten, Ich würde den Reiko mal fragen, ob der Tulkrim, wie der so tickt. Wieso die Zusammenarbeit aus deren Sicht läuft. Naja, also sagen wir es mal so, Reuter, Stiegler und Tulkrim, die zahlen gut, die zahlen regelmäßig, aber es ist schwierig, du kriegst keine klaren Ansagen, es ist alles, du hast immer widerspruchsvolle Aussagen, weißt jetzt nicht, geht's rechts lang, geht's links lang, was soll denn jetzt eigentlich gemacht werden? Das ist alles ein bisschen, ja, also widersprüchlich, wie gesagt, was da jetzt wie zu tun ist. Von daher ist es einfach schwierig, wo jetzt welches Loch hingehört und wie tief. Ich meine, wir sind einfache Leute, wir können, also sind handwerklich nicht ungeschickt, aber wir sind jetzt keine Baumeister oder sowas. Hat der Tulkrim keine Pläne? Doch, der hat irgendwelche Pläne. Weißt du, wir sind ja keine Experten für Bauwesen, aber wir bringen uns ein, wo es halt geht. Wenn wir die richtigen Anweisungen bekommen, dann machen wir das schon ordentlich. Und ich meine, die Baustelle hier ist ja ein passabler Bauplatz, aber wir werden, sobald die Arbeit hier fertig ist, sind wir hier weg. Es ist einfach... Hier spukt es viel zu sehr. Was spukt hier? Naja, jede Nacht diese Albträume meistens. Das ist doch einfach dann diese Steine da oben. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber Albträume hat dieser Zwerg hier auch, wenn er was Schlechtes gegessen hat. Das heißt doch nichts. Naja, und dann ist da dieser Ortsschlamm, in dem irgendeine Bestie sein soll, sagen die Einheimischen. Und dann, das ist schon interessanter. Ja, also wie gesagt, hier spukt. Werdet ihr sehen heute Nacht. Ich hoffe doch nicht. Ja, ihr esst dann noch, trinkt noch was und legt euch dann irgendwo hin. Also ihr habt jetzt kein eigenes Zelt, aber jeder schläft irgendwo bei irgendeinem Strigani. Die machen euch da Platz und sind sehr gastfreundlich zu euch, nachdem ihr die Großmutter da gerettet habt und da angepackt habt. Und dann wären wir, würde ich sagen, am Ende von Folge Nummer 2. Jetzt stellt sich die Frage, werden die vier Albträume haben und was hat es mit den Albträumen auf sich, was hat es mit dem Nebel auf sich, was hat es mit diesem Steinkreis auf sich? Das erfahrt ihr alles nächste Woche. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung Links zu Social Media, den Alrix, Patreon, Discord, Redbubble Shop. Ich glaube, jetzt habe ich es alle genannt. Wir würden uns über einen Kommentar freuen, über eine Bewertung von dem Video. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.